Was ist jetzt? Johnson, was ist da los? Der Strom ist weg. Augenblick. Das sehe ich, dass der Strom weg ist. Direktor Ford, entschuldigen Sie, aber wir brauchen Sie umgehend im Labor, Sir. Ich hoffe, es ist wichtig, Doktor. Monumental wichtig. Der Ätherer wacht auf. Das ändert die Lage. Gehen Sie vor ins Labor, Carter. Wir treffen uns dort. Ja, Sir. Carter, was immer Sie da tun, hören Sie auf. Sofort. Carter? Carter! Was in Gottes Namen? Du bist jung. Zu jung, um erweckt zu werden. Aber dafür stärker als erwartet. Wer bist du? Ich heiße William Carter. Wer zum Teufel bist du? Du sprichst mit William Carters Stimme. Doch nur, weil du deine eigene noch nicht kennst. Nein. Nein, ich bin William Carter. Aber ich bin auch noch mehr als das. Du bist mit William Carter verbunden. Er ist nun ein Teil von dir in dieser Welt. Aber du transzendierst seine Existenz. Carter ist also ein Medium. Aber ich... Wir geben uns keine... Aber was... Wir sind Einfluss... Wie ist das möglich? Es gibt viele Dinge. Du sagtest, Origin kommt. Du ziehst Taten vor. Ein lobenswerter Zug. Aber wenn du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Wesen unserer Art treffen sich nur selten. Wenn Origin noch eine Gefahr ist, müssen wir handeln. Dein Bewusstsein kommt früh. Aber gepaart mit einer ausgesprochenen Fähigkeit zum Handeln. Gut. Für die Reinigung braucht es uns beide. Säuberung? Diese Welten müssen gereinigt und Mosaic auf ewig am Wachstum gehindert werden. Tragisch, eine Spezies so früh zu opfern, aber Origin muss aufgehalten werden. Das wäre das Ende der Menschheit. Traurig, aber notwendig. Sie muss sterben. Damit andere Spezies niemals Origins Macht spüren müssen. Das Leben geht weiter. Und wir finden neue Wirte. Du redest von der Ausrottung der Menschheit. Die Menschen auf dieser Welt haben nichts verbrochen. Die Menschheit weiß jetzt, wie man unsere Spezies gefangen nimmt und versklavt. Das darf nicht sein. Ich weigere mich, diese Menschen zu vernichten. Ich erwachte in dieser Welt. Es ist ebenso meine Welt wie die ihre. Vielleicht. Ich besitze Kenntnisse, die du nicht hast. Aber du besitzt eine Weisheit, die ich erst kultivieren muss. Gut, wir erwägen andere Lösungen. Augenblick, verdammt nochmal. Niemand tut hier irgendwas, ohne dass ich dabei mitrede. Es ist wunderschön. Das sehe ich ganz anders. Carter, nicht!
Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Tief irgendwie. Verbinden Sie sich und sagen Sie uns, warum. Nein, ich kann nicht zurück. Ich wäre verloren. Die wissen doch alles. Das ist nicht zu ändern. Es ist so. Keine Ahnung, wieso dieses Netzwerk noch funktioniert. Ich werde nicht zurückkehren. Sie haben mein Wort. Wir lassen Sie nicht länger dort als nötig. Also gut. So, jetzt. Der Transceiver ist drin. In unserer momentanen Situation hatte ich nicht die Zeit, diese Prozedur etwas sanfter zu gestalten. Doktor? Natürlich gibt's noch mehr Probleme. Spannungsregulierung, Signalausblendung, das potenzielle Risiko neuraler... Gehen Sie voran, Boss! Wir sind bei Ihnen, Carter. Sie waren schon immer etwas Besonderes, Carter. Ich hätte wissen müssen, dass Sie der Gefangene sind. Gefangen halten. Sie wissen genau, wie es ist, gefangen zu sein. Alle Ziele eliminiert. Bin unterwegs zur Verteidigungsanlage der Basis. Sie können sich von dem Dämon befreien. Zeit wird knapp. Halt still! Ich treffe hier die Entscheidung, verdammt! Carter, Bericht. Willst du den Verteidigungsanlagen? Verstärkung? Reißen Sie sich zusammen, Mann! Das versuche ich ja gerade, verdammt! Gefechtsstation. Die Basis wird angegriffen. Dies ist keine Übung. Raketengeschütz in Position! Setze Drohne ein!
Blob raus! Kopf runter, Scharfschütze! Eliminieren Sie ihn! Er gehört mir! Auf dieses Ziel konzentrieren! Schieße auf Ihr Ziel! Raketengeschütz in Stellung! Raketengeschütz in Einsatz! Verminen Sie das Gebiet! Ans Ziel gelegt! Setze Blob ein! Stellen Sie ihn wieder auf die Beine, verdammt! Schon dabei! Hilfe mir schon wieder, Mann! Durchhalten! In Deckung! Scharfschütze! Und hoch mit die Sanitäter! Schilde sind unten! Draufhalten! Scharfschütze! Runter! Verdammt, Schilde! Wir brauchen Raketen, sofort! Raketengeschütz in Position! Mine legen, da! Mine gelegt! Eigene Drohne kommt! Die Schilde geben ab!
Angriff! Der gehört mir! Das ist Ihr Ziel! Verstanden! Muss auf die Beine kommen! Werfe Blob! Und hoch mit ihr! Sie sind verwundet! Angriff! Auf dieses Ziel konzentrieren! Hab ihn im Visier! Das hilft! Das ist der letzte. Kämpfen weiter. Wir werden ihre Basis erobern und dann ihre Welt. Aber noch können sie sich uns anschließen. Sie haben etwas, das wir brauchen. Sie tragen einen von denen in sich, genau wie Origin. Sie müssen nur die Kontrolle übernehmen. Wonach sucht ihr denn? Sehen Sie sich um. Wir sind im Labor für energetisches Material. Ach, verdammt. Bomben. Er wird die ganze Basis in die Luft jagen. Nein, das wird er nicht tun. Fogg, was ist passiert, während ich weg war? Was ist so wichtig an diesen Daten? Origin ist am Leben. Er ist uns durch das Vengate gefolgt und er hat eine höllische Kriegsmaschine mitgebracht. Diese Basis ist sein erstes Ziel. Dann will er sich unsere Städte vornehmen. Und dieser feindliche Agent hat Daten, die wir brauchen, um Origin zu stoppen. So ist es. Hier lang. Er kommt hier nicht weg. Carter, uns geht die Zeit aus. Schnell, wie ist Ihre Lage? Wir nähern uns dem feindlichen Agenten. Aber er sagt... dieses Ding. Ich muss mich dagegen wehren. Der Terra war ein wertvolles Werkzeug im Kampf. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Nicht jetzt. Verstanden? Sie haben sogar Fogg überzeugt.
Er hat den anderen Outsider-Gefangenen befreit. Sie fordern Verstärkung von Origin Schiffern. Am Schilde! Raketengeschütz, da drüben! Legen Sie eine Mine! Raketengeschütz im Einsatz! Da ist der Drohne! Auf den da konzentrieren! Auf Ihr Ziel! Schalten Sie ihn aus! Verstanden! Verdammt. Wir verlieren die Basis! Das hilft. Auf den da konzentrieren. Schieße auf Ihr Ziel. Ich brauche ärztliche Versorgung hier drüben. Haltet den Druck aufrecht. Aufpassen. Und noch eine Linie. Ich befolge keine Befehle mehr. Die Schilde geben nach. Granate, Hinterkopf! Raketengeschütz zerstört! Verminen Sie das Gebiet! Mine gelegt! Auf und davon! Bringen Sie ein Raketengeschütz in Stellung! Raketengeschütz in Position! Blob eingesetzt! Angriff! Verstanden! Schalten Sie ihn aus! Aktiviert. Setze Drohne ein. Mine legen, da. Mine gelegt. Eliminieren Sie ihn. Ziel antizipiert. Zum Teufel mit dir. Position. Schalten Sie ihn aus! Schieße auf Ihr Ziel! Diese Drohnen sind verdammt hilfreich! Na los! Wehren Sie sich! Ich bin verletzt! Ich brauche hier Hilfe. Hierher. Nicht aufgeben. Er ruft Verstärkung. Dann an den Feind. Irgendwas gut bei mir. Unser Origin war Ihnen sehr ähnlich, William Carter. Stark und entschlossen.
aber sein Geist gehörte nicht ihm selbst. Mätera geschlagen. Sie würden gut in unser Reich passen. Hilfe! Es ist noch nicht vorbei. Ich helfe Ihnen, Commander. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Commander. Danke, das war bitter nötig. Das hilft! Blob raus! Wir brauchen Raketen, sofort! Raketengeschütz im Einsatz! Legen Sie eine Mine! Angriff! Verstanden! Schalten Sie ihn aus! Mine gelegt! Ich brauche Hilfe! Durchhalten! Diese Drohnen sind verdammt hilfreich! Sie rücken vor! Was sollen wir tun? Auf dieses Ziel konzentrieren! Der gehört mir! Hebe es an! Ich habe zwei Realitäten erlebt. Ich bin zwischen Welten gereist. Aber wo ich auch war, war ich ein Sklave. Ich will nur frei sein, Carter. Ich will nur einmal ich selbst sein. Ja, das will ich auch. Lass mich in Ruhe. Hau ab! Sir, Agent Carter? Ich kann nicht! Wir verlieren an Boden. Carter, sagen Sie mir, dass Sie die Daten haben. Ja, hab ich. Gut, wir sehen uns auf dem Reverse. Mit dem Mätera. Fork, hast du getäuscht. Aber eines verspreche ich dir. Du kommst nicht von dieser Basis runter. Alle Ziele eliminiert. Ich muss weiter vorwärts. Feindliche
Sir? Warte! Was ist los? Hast gedacht, ich schaff das nicht, was? Nein, ich werde frei sein. Lass mich in Frieden. Ich lasse mir nichts mehr befehlen. Von Ihnen nicht, von keinem. Irgendwas sagt mir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor du mich wieder in die Flasche steckst. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich weiß, ihr Schweine könnt in dem Kleber überleben. Also hier ist mein Vorschlag. Verschwinde aus meinem Kopf. Sofort. Oder ich jage uns alle hier in die Luft. Lieber töte ich uns alle, als noch länger deine Marionette zu sein. Ich frage mich, ob du auch so denkst. Tja, wir werden es ja gleich sehen. Sie blöder Hund. Seien Sie vernünftig und ergeben Sie sich. Wir haben keine Zeit für einen Ihrer Wutanfälle. Na dann, gute Nacht. Sorry, Carter. Ist besser so. Los aufs Schiff. Bringen wir es hinter uns. Hier spricht Direktor Falk an alle noch aktiven XCOM-Kräfte. Wenn Sie diese Mitteilung hören, habe ich einen Code-Alpha-Evakuierungsbefehl erteilt. Nähern Sie sich nicht dem Areal Site X. Betrachten Sie alle XCOM-Posten dort als tot oder vernichtet. Starten Sie keine Bergungs- oder Rettungsaktionen. An alle Überlebenden. Ihre Mission bleibt. Überleben, anpassen, siegen. Lassen Sie nicht nach, bis der letzte von denen tot ist. Oder der letzte von uns. Den Daten nach, die wir von unserem Gefangenen kurz vor der Zerstörung unserer Basis erhielten, schwebt derzeit ein riesiges Alienschiff über der Erde. Zweifellos ihr Kommandoschiff. Und wie wir gesehen haben, funktioniert Mosaic noch, obwohl Origin tot ist. Origin lebt. Er hat mich telepathisch kontaktiert. Er hat viel von dem Ätherer gelernt, aber er ist nicht so mächtig wie ein Ätherer. Er kann den Kern von Mosaic kaum zusammenhalten. Langstreckenkommunikation ist ihm nicht möglich. Er kann nur Outsider auf seinem Kommandoschiff befehligen. Diese Planskizze von Origins Kommandoschiff haben wir durch unseren Gefangenen erhalten. Man gelangt zum Kern, indem man die Energierelais an diesen drei Punkten zerstört. Eins im Trakt...
den Waffen- und Panzerungsbau, eins in einem Einsatztrakt und eins im Zentrum des Schiffs. Wir müssen das perfekt timen, damit sich die Notaggregate nicht aktivieren. Sind diese Relais erst zerstört, ist das Abwehrsystem tot und ich gelange zum Kern. Es ist entschieden. Wir gehen rein. Ich schlage vor, Sie treffen letzte Vorkehrungen.